Endlich wird's wieder wärmer. Du kannst wieder draußen sitzen im Garten oder auf deinem Balkon oder im Straßencafé. Und ich endlich wieder an meinem Lieblingsplatz, auf den Stufen zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und dem Kölner Dom. Hier sitze ich so gerne, weil das der Ort ist, wo symbolisch gesprochen wir Christen und die Kirche hingehören. Auf den Platz vor der Kirche, dahin, wo die Menschen sind, mitten unter sie. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ahnt, dass ich hier als Weihbischof sitze, macht aber nichts. Jesus hat auch 30 Jahre lang völlig unerkannt unter den Menschen gelebt. Da kann ich mir das doch wenigstens auch mal eine Stunde pro Woche gönnen. Und hier kann ich gut beten. Für all die Menschen, die vorbeigehen, die sich hier einen Moment ausruhen und die vielleicht Gott überhaupt nicht mehr kennen. Wenn du willst, kannst du mich übrigens hier auch treffen und sprechen. Ab nächsten Montag, den 23. April, bin ich wieder jeden Montag von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr hier. Outdoor-Sprechstunde nannte die Presse das. Herzlich willkommen. Im Nachtgebet heute bete ich für alle, die sich im Schatten einer Kirche ausruhen möchten, auch wenn sie Gott noch gar nicht richtig kennen. 22 Uhr, domradio.de, dein Weihbischof Ansgar.